Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Timba Timmy. Ja. Heute stellen wir euch ein Schnelligkeitsspiel, ein Reaktionsspiel vor, was ganz einfach ist. Deswegen steht auch drauf, ab 3 Jahre eigentlich wollen wir euch sowas kaum noch vorstellen. Ab und zu stellen wir es gerne vor, damit ihr auch so einen Blick bekommt, selber einen Blick bekommt, ob das je nachdem was für euch ist. Es ist ein Fun-Spiel und erinnert auch ein bisschen an Speed Cups, was durchaus etwas für Ältere ist. Das heißt im Alter von Alina Elias. Alina ist ja 6 Jahre, Elias 8 Jahre. Und Timba Timmy, was wolltest du sagen vorhin? Timmy Timber würde besser passen. Timmy Timber würde besser passen, stimmt. Aber das heißt Timba Timmy, die haben sich sicherlich was dabei gedacht. Für 2 bis 4 Spieler ist ein Schnelligkeitsspiel ist total einfach, weil hier seht ihr die ganzen Becher. Ja, deswegen Speed Cups. Bei Speed Cups muss man ja mit den Bechern das machen. Könnt ihr auch mal gerne das Video reinschauen, da haben wir auch einiges gemacht. Aber bei Timba Timmy, da haben wir dann praktisch so ein, was nennt man das? So ein Klopfer, so ein Schläger. Und da muss man das in der entsprechenden Reihenfolge. Orange, Grün, Blau, Gelb. Orange, Grün, Rot, Gelb, Blau. So einfach. Orange, und der Papa kriegt es dann mal hin zu sagen. Rot, Gelb, Blau. Und wer das als Erster hat, der bekommt die Karte. Und wer zuerst 5 Karten hat, der hat das Spiel gewonnen. Total einfach. Und jetzt schauen wir uns ein paar Sequenzen an. Und dann fangen wir an mit der ersten Karte und es geht los. Das heißt zuerst Gelb, dann kommt Rot, dann kommt Orange, dann kommt Grün und dann kommt Blau. Und wer das als Erster hat, der bekommt eine Karte. Man muss natürlich ein bisschen schubsen. Und oi. So viel zur kleinen Vorsprungssekunde, die die Alina hat. Wir zeigen euch nochmal ein bisschen was. Da muss man klopfen, teilweise heben sind richtig. Ist auch Absicht natürlich, dann passt nicht genau. Dann müssen wir es wieder von vorne machen. Und total einfach. Also ein Klopfspielen deswegen auch für die Jüngere. Ein gutes Material von der Qualität, das passt. Wir machen noch ein kleines Fazit. Wir zeigen euch nochmal noch. Ha? Doch, kein noch Vorsprung. Ein Vorsprung. Kein Vorsprung? Okay. Doch. Ah, dann fangen wir jetzt an. Und zwar, ich lege es wieder so hin, dann sehen es doch die Zuschauer. Wir fangen an bei Grün. Dann kommt Blau. Dann kommt, dann Grün. Fertig. Papa kommt ganz durch. Dann bin ich jetzt farbenblind. Grün, Rot, Blau, Orange, Gelb. Diesmal hat es der hier. Ja. Und es gibt eine neue Karte. Wir zeigen euch eine Runde. Ich glaube, das Prinzip ist nämlich klar. Und dann machen wir auch ein kleines Fazit. Weil man merkt, es ist ein einfaches Spiel. Und es macht natürlich auch Kindern Spaß. Insbesondere Jüngern mit dem Klopfen. So. Na, du kontrollierst. Stimmt, kann man auch. Was lernen die jungen Kinder dabei? Farben, oder? Wenn sie die noch nicht können, oder? So, und dann habe ich schon das nächste. Das heißt, seid ihr soweit? Das ist deine Karte. Kann ich wieder einen Vorsprung? Eine halbe Sekunde, oder? Ja! Okay, klar. Nein, falsch. Oh, was? Ich habe aber fair. Ja, okay. Jetzt kommt der Elias auch schon mit den Farben durcheinander. So. Das ist das ganze Spiel. Jetzt machen wir ein ganz kurzes Fazit. Das war Timba Timmy und gerade haben wir uns unterhalten, für welches Alter denn das Spiel ist. Ab 3. Ab 2 hast du erst gemeint. 2 finde ich ein bisschen. 3. Elias, wie sagst du? Ja, 2 finde ich noch ein bisschen. 2 ist schon, aber 3 Jahre. 3, 4 Jahre auf jeden Fall. Und wenn sie größer sind, dann könnt ihr euch auf jeden Fall Speed Cups anschauen. Das spielen nämlich die beide gerne. Und genau deswegen haben wir es vorgestellt. Dann können wir auch gleichzeitig wieder parallel eine Information zu einem anderen Spiel. Aber für Jüngere ist durchaus Timba Timmy geeignet, weil es ist einfach, geht um Farblehre, Zuordnung, absolut einfach. Und genau deswegen mal wieder so ein Spiel für die ganz Jüngeren. Jetzt nichts mehr für unsere Generation, aber als kurzer Impression, um was es da geht. Habt ihr es auf jeden Fall gesehen, aber da war das noch ein Spiel und das passt dann eher von der Generation der Kinder, wenn ich das da drüben sehe. Für mich. Ja, das schauen wir uns nämlich dann auch noch an. Da gibt es nämlich auch ein Video, ich sage nur Flotter Otter, also da kommt auf jeden Fall auch noch was. Jetzt habe ich 3 Spiele erwähnt in einem Video, jetzt habt ihr eine große Auswahl. Wenn das euch jetzt gefallen hat oder es sich holen wollt für die 3-4-Jährigen, dann gerne über die unten genannten Links. In dem Fall ein witziges Spielchen, gutes Material, Farblehre, Zuordnung, aber achtet auch auf das Alter. Wenn da der Papa noch mitspielt, dann haben die Jüngsten ja gar keine Chance. Also das sollte schon ein Ey, bisschen aber ich habe gegen dich eher eine Chance. Warum? Weil Schnelligkeit ist nicht so gut. Hey, jetzt machen wir lieber einen Schnitt, glaube ich, sonst will das dann noch sehen. Ich sag tschüss. Hey, mach's gut, bis bald, ciao. Ich will, Elias soll mehr gegen dich spielen. Nein, das machen wir nicht, da gehe ich ja unter. Noch eine Runde. Okay, eine Runde machen wir. Ich mach aber dann mache ich die Kamera aus und dann wisst ihr Bescheid. Wie gut der Papa ist. Der Papa ist in sowas richtig gut.
Eigentlich ist schon längst ab. Die meisten sehen jetzt die Sequenz gar nicht mehr, weil sie gedacht haben, das Video ist eh schon zu längst zu Ende. Vor lauter Werbung. Die haben gesagt, alles ist gesagt. Und jetzt fange ich an. Und ich spiele gegen Elias, okay? Du suchst eine Karte aus, die habe ich schon gesehen. Die hat der Elias auch gesehen. Du das ist die übrigens die untere. Okay. Dann geht's los. Und bis alle weg sind. Nein! Nein! Doch! Nein! Doch!